ein super leckeres Getränk. Ein grünes Smoothie ist auf jeden Fall sehr, sehr gesund. Seine Videoclips sehen Tausende im Internet. Andreas Paffrath litt früher an einer Darmerkrankung. Keine Therapie half. Ein Buch über Wildkräutersmoothies veränderte alles. Und ab dem Augenblick, wo ich wirklich die Wildkräutersmoothies regelmäßig zu mir genommen habe und überhaupt mehr natürliche Ernährung in mein Leben eingenommen habe, ist es nach und nach eigentlich sehr rasant besser geworden. Vor 5 Jahren vollzog er diesen radikalen Kurswechsel. Rohkost aus der Natur statt Schokolade, Weizen, Ei, Milch oder Kaffee. Früher war es so, dass ich wirklich unterschiedlichste Krankheitssymptome hatte. Angefangen bei regelmäßigen Kopfschmerzen und Migräneattacken, dass ich immer Tabletten nehmen musste. Ich hatte in meinen Augen sagen wir wie Aussetzer, so Punkte, wo ich nichts mehr sehen konnte. Und das hat mich schon sehr belastet. Ja? Und wirklich bin in der Augenfachklinik bis zum höchsten Professor des Krankenhauses. Und das, was er mir sagte, war, wir wissen nicht, was es ist, aber wahrscheinlich wird es mehr. Und das war schon sehr frustrierend für mich. Ja? Also ich habe wirklich im Bett gelegen und gesagt, dauert nicht mehr lange, da bin ich blind, wenn das so weitergeht. Ja? Heute trinkt er mehrmals die Woche einen Kräutersmoothie und holt sich die Zutaten aus der Natur und frisch aus dem regionalen Bauernladen. Jetzt muss sein Körper mit diesem Grünzeug klarkommen. Brennnesseln, Brombeerblätter, Vogelmiere. Für viele einfach Unkraut. Verträgt der Körper das wirklich? Also der Körper sucht sich schon raus, was er verwerten kann und was nicht und scheidet das aus. Es stellt sich ja auch bei anderen Sachen. Also ich frage mich immer bei den Sachen, die ich im Geschäft kaufe, kann ich das wirklich verwerten, wenn ich auf die Zutatenliste drauf gucke? Da habe ich eher Angst, solche Sachen zu essen, als wenn ich in die Natur gehe, weil die Natur ist letztlich perfekt. Ja? Und da mache ich mir keine Sorgen. Natürlich gibt es Pflanzen, die giftig sind oder nicht, aber der Großteil dessen, was draußen wächst, ist sehr gut verwertbar. Rohkost ist schwer verdaulich. Der Hochleistungsmixer aber bricht die Pflanzenzellen auf, erklärt der 35-Jährige. Seiner Meinung nach haben die Smoothies geholfen, seine Gesundheitsprobleme zu lösen, mit netten Nebeneffekten. Ich habe es nie gewollt, es abnehmen, aber ich habe 83 Kilo am Anfang gewogen und es ging über 15 Kilo runter, relativ schnell. Ja, es ist mehr Energie, man merkt plötzlich, dass man weniger Schlaf braucht, einfach klarer im Kopf ist. Also das merkt man schon relativ schnell. Süßes Obst überdeckt die Bitterstoffe der Kräuter, erklärt Andreas Paffrath. Ganz wichtig, reife Bananen. Dann wird alles schön dickflüssig. Bei grünen Smoothies dürfen ruhig die Blätter der Erdbeeren dranbleiben, findet er. Dazu noch Wasser und eventuell ein paar Datteln. Und das soll jetzt den Arzt oder Apotheker ersetzen? Als Allheilmittel würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Aber es ist ein wunderbarer Einstieg in eine gesunde Ernährung und der hilft uns auch wesentlich zu einer gesünderen Lebensweise, weil ich, wie gesagt, plötzlich anfange, auf ungesunde Dinge keine Lust mehr zu verspüren. Lecker sieht anders aus, vor allem die Farbe. Ja, also die Farbe ist für viele erstmal gewöhnungsbedürftig und da reihe ich mich auch gerne mit ein. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal meinen grünen Smoothie getrunken habe. Meine Frau hat den zubereitet und hat ihn mir hingehalten und mein erster Gedanke war, oh nee, bitte. Herzlich willkommen bei grünundgesund.de, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mittlerweile ist Paffrath hauptberuflich Blogger. Sein Thema, klar, die Smoothies. Dafür hat er sogar seinen Job als IT-Fachmann gekündigt. Ein hohes Risiko, oder? Also die Wildkräuter-Smoothies oder die grünen Smoothies im Allgemeinen sind natürlich jetzt gerade absolut im Trend, ganz klar. Aber einfach, weil sie so einen hohen Mehrwert haben und Nährwert ja auch wirklich für den Menschen und gut schmecken und einfach hergestellt sind, also gehe ich schon davon aus, dass das einfach eine Sache ist, die auch in 20 Jahren noch ein Thema sein wird.